Einen wunderschönen guten Tag, liebe Xenomorphs. Willkommen zurück bei Alien Isolation. So, wir machen weiter auf der Sevastopol-Station. Hier sind wir das letzte Mal angekommen. Etwas holprig. Wir sind getrennt worden. Von Samuels und einer Person, von dessen Namen ich, dessen Namen ich leider vergessen habe. Ja, und nun beginnt unsere... Ja, noch nicht ganz, aber unsere Hetz-Überlebensjagd hier auf der Sevastopol-Station. Wir kommen auch so langsam ins Spiel, haben schon so die ersten Items und nun gucken wir uns erstmal etwas um. Andere Individuen haben wir noch nicht getroffen, aber das lässt nicht lange auf sich warten. Wie gesagt, ich weiß noch ein bisschen was vom Spiel, aber durchgespielt habe ich es nicht. Deswegen würde ich euch bitten, was so den Plot des Spiels angeht und das Ende bitte nicht zu spoilern. So den Anfang, den weiß ich noch so ein bisschen halt, also Pi mal Daumen kriege ich es wahrscheinlich noch hin, aber so wirklich viel weiß ich auch nicht mehr. Es ist schon Jahre her, seit ich das mal gespielt hatte und jetzt habe ich mal wieder Bock drauf und dachte mir so, für den Oktober... Indem ich auch im Urlaub bin, also wenn ihr das hier seht, bin ich gerade auch nicht in Deutschland. Ja, ist ganz nett. Also, ich glaube für den Gruselmonat, den Horrormonat, wie es so schön heißt, passt das Spiel eigentlich ganz gut. Zumal dieses Jahr auch ein neuer Alien-Film rausgekommen ist, also Alien Romulus. Ich will nicht zu viel verraten, wer ihn noch nicht gesehen hat, aber ja. Man kann ihn durchaus sich angucken, finde ich. Also, er ist jetzt nicht mein Favorite, aber ich fand ihn in Ordnung. Also, ist es keine Vollkatastrophe. Nur ich finde halt andere Filme aus dem Alien-Universum halt besser. Wie zum Beispiel halt Aliens. Also der zweite. Ah, schwierig halt zu toppen in meinen Augen. Aber mal sehen. Hier schon? Bin mir gerade nicht sicher. Wartungshebe brauchen wir. Ich habe noch keinen Wartungshebe. Ich deuch, den müssen wir finden. Dann gehen wir noch erstmal einfach zurück hier in die Haupthalle. Gott. Grafikfehler, wie Sie sehen. Hier spricht Turner. Ich habe die letzte. Das da vorne muss der Ausgang sein. Hat eine Weile gedauert, aber jetzt ist sie aus. Ich Wartungshebel benötigt. Kommen Sie zu mir, wenn Sie Ihre ausgeschaltet haben. Dann können wir endlich abbauen. Verdammte Scheiße. Ich höre überall. Ja, den Wartungshebel gibt es hier. Das Knarren und beeilen Sie sich einfach, okay? Und verstecken. Verstecken brauche ich mich noch nicht, aber gucken wir mal. Turner hier. Ich musste mich wieder mit diesem verdammten Suffkopf rumschlagen. Diesmal hat er mit dem Wartungsheber fast die ganze Tür demoliert. Er denkt wahrscheinlich, er ist sicher hier, will sich einschließen. Idiot. Wir haben genug anderes zu tun, als hier Babysitter für Alkis zu spielen. Also habe ich ihn in der Asservatenkammer eingesperrt. Kann der Mistkerl seinen Rausch ausschlafen. Was steht denn da? Ist falsch rum. Waits. Was? Jetzt. Ich kann das zweite Wort nicht lesen. To us. Muss mal Kopf drehen. Lead us? Light to us. Wait hat uns angelogen. Ah, da ist der Wartungsheber. Ist das eine Kugel, die aus Puzzleteilen besteht? Ein 3D-Puzzle. Sind die immer noch irgendwie so im Trend? Wusstelt jemand von euch? Oh,
Scheiße. Schreibt mir jetzt gerne mal in die Kommentare, wie ihr zu Puzzeln steht. Also, ich kann verstehen, wenn man sowas mag. Auch dafür gut Geld ausgibt. Aber ich weiß nicht, ich habe selber nie so wirklich ein Faible für Puzzeln gehabt. Keine Ahnung. Ein Bild zu haben und dann irgendwie zusammenzusetzen. Ich weiß nicht, also hat mich nie gereizt. Das soll jetzt, wie gesagt, jetzt nicht sein, hier von wegen zu wissen, ob ihr puzzelt, um das Ganze ein bisschen lächerlich zu machen oder zu haten. Keineswegs. Es interessiert mich halt einfach nur. Oder was man daran halt mag. So, Argumente hauptsächlich. Ich kann das, glaube ich, besser gebrauchen. Meine Beschwerde ist das. Die scheiß Marshalls. Die sollten uns beschützen. Das ist ihr Job. Irgendwas ist hier bei uns auf der Station und keiner weiß was. Wir haben so Klammern an die Türen gemacht. Abgesperrt. Wie, so um niemand rauszuhalten. Ich hab solche Angst. Solche... Ich erinnere mich gerade. Die Animation werden wir auch noch öfters sehen. Weil es immer die gleiche ist. Aber ja. Lässt sich leider nicht verhindern. So, hier müsste es zurückgehen. Da ist aber noch ein Raum. Da gehen wir auch nochmal rein. Verantwortlich ist. Nein? Sie sind stur, was? Turner, schalten Sie das Band aus. Vielleicht ist unser Freund hier nur schüchtern. Hier liegen halt auch überall Leichen rum. Da hätte ich mich als ein Mensch schon gefragt, was zum Teufel, warum liegen hier die Leichensäcke aufgebahrt? Was ist hier passiert? Aber ja, ich denke, wir werden da vielleicht eine Antwort für kriegen, aber... Meines letztens Wissensstandes nach zu diesem Spiel gab es da keine für. Genau, hier wollte ich noch rein. Bevor wir dann uns der Haupttür widmen. Ich guck mal gerade kurz was nach, ob ich den Field of View ändern kann. Der ist schon sehr eng. Leider lässt er sich nicht ändern. Schade. Oh yeah. Did he? Where are they now? Was? Dig it, dish it, dirt it. Afuanda reveals all. Okay, hier gab es noch ein paar Utensilien einzusammeln, aber das war's auch. Gab es hier noch eine Tür, die verschlossen ist? Würde ich auch noch öffnen. Ionenschneider. Na guck mal, da liegt jemand drin. Hat er eine Waffe da, oder was? Sieht sehr danach aus, ja. Ich glaube, eine Schrotflinte ist es oder sowas in der Richtung. Ne, ist auch zu. Plasmaschneider. Ja, anscheinend gibt es im Spiel noch Arten von Schneider. Plasma, Ion, whatever. Aber die haben wir nicht. Also zumindest jetzt noch nicht. Muss man halt nur merken, irgendwann hier nochmal hin zurückzukommen. Und dann die Sachen mitzunehmen. So, das haben wir uns schon angehört. Dann
Hier hin. Ganz ruhig. Okay, okay. Mein Name ist Ripley. Woher kommen Sie, Ripley? Von einem Schiff. Hier gibt es keine Schiffe. Jetzt schon. Prima. Große Klasse. Hier läuft's nämlich nicht so toll. Hier ist was explodiert. Alles hat gebebt. Ich hab's gesehen. Meine Liebe, das ist das geringste unserer Probleme. Ja? Ja. Hier ist etwas auf der Station. Etwas, das Sie sich nicht vorstellen können. Was denn? Ein Killer. Verstehen Sie? Okay. Okay. Wie heißen Sie? Axel. Ich bin hier mit zwei Kollegen angekommen. EVA. Die Explosion hat uns getrennt. Können Sie mir helfen? Warum? Weil Sie sich hier auskennen. Nein, ich meine, warum? Was ist für mich drin? Ein Platz auf dem Schiff. Woher weiß ich, dass ich Ihnen trauen kann? Ich muss zur Kommzentrale. Ich muss mein Schiff kontaktieren. Heute ist Ihr Glückstag. Na los, Süße. Seekson Communications befindet sich im Systec-Turm. Das ist ein ganz schönes Stück, aber wir können durch den Frachtbereich zu einem Transit gelangen. Aber vorsichtig, da lauern so einige Gefahren. Okay? Ja, ja. Hier bin ich schon irgendwie hin. Sind Sie mir da hinten gefolgt? Ich musste Abstand halten. Man kann hier nichts riskieren. Bleiben Sie bei mir. Was? Hey, keine Bewegung. Oh, okay, okay. Wir wollen keinen Ärger. Wer sind Sie? Ich bin John. Das ist Ringo. Das sind nur ein paar Idioten. Wir haben für sowas keine Zeit. Komm schon, Jenna. Wir wollen zur Kommunikationszentrale. Können Sie uns helfen? Wir brauchen deren Hilfe nicht. Verrat ihnen nichts. Der Aufzug funktioniert wieder. Jenna, na los, okay? Es tut mir leid. Viel Glück. Seid vorsichtig da vorne. Ich habe da Geräusche gehört. Ich hab da Geräusche gehört. Wow. Was zur Hölle sollte das denn? Warum waren Sie so übel aggressiv? Alle haben scheiß Angst und gehen sich darum eben aus dem Weg. Ist sicherer. Bologna Pigs. Alles vollgesprayt hier. Krass. Ich hoffe, Ihr Schiff gibt es wirklich. Frag mich halt, seit er sie verfolgt hat, hat er das nicht einmal gesehen? Aber die Schotten wurden ja heruntergefahren, aber... Moment, lassen Sie mich den Fahrstuhl rufen. Okay, nun zu. Ruß. Gestatten Sie? Die Station ist alt und eigenwillig. Ja, und deswegen bist du autorisiert, diesen Fahrstuhl zu öffnen. Ich habe auch zwei gesunde Finger. Um einen Knopf zu drücken oder einen. Na, worauf warten Sie? Drücken Sie den Knopf. Hab ich doch, Gott. Maul. Seien Sie hier bloß ruhig. Es könnten Leute unterwegs sein. Ich fände es ganz nett, wenn Sie mir endlich sagen könnten, was da los war. Sofort. Hören Sie mal zu, Herzchen. Wenn wir es zum Schiff schaffen, können wir uns ausruhen, plaudern und gegenseitig die Haare flechten. Ja, wenn wir es zu meinem Schiff schaffen. Ich muss wissen, was los ist. Jetzt sofort. Na schön. Wie gesagt, ein Killer ist los. Ein Killer? Was soll das überhaupt heißen? Ich habe ihn nicht gesehen, aber er ist hier. Er holt sich einen nach dem anderen. Was soll das heißen? Ein Psychopath? Eine Person? Nein, was anderes. Ein Monster. Ein Monster? Nicht wahr. Auch das hier, ne? Wie das hier aussieht. Das Licht so langsam durch diese Gitter hier fällt, ne? Was heißt langsam, aber... Dass es hier durch diese Gitter so fällt und ja, dementsprechend aufgespalten wird. Das ist so geil. Das wird einfach so gut. Verdammt! Halten Sie Steuerung. Wir müssen hier weg. Hier lang. Runter! So ein Schwachsinn.
Wir sollten uns nach einem Ausweg umsehen. Bist du wahnsinnig? Es gibt keinen Ausweg. Wenigstens sind wir hey, hier unten. Ist mein sicher. Platz. Aber wie lange? Was, wenn die zu uns kommen? Ja, mit Steuerung kann man sich dann zur Seite lehnen. Und jetzt Ruhe, du machst mich nervös. Mein Freund hat gesagt, er hätte es gesehen. Manche kommen also davon. Wenn wir es sehen, rennen wir einfach. Ärger! Wir müssen an denen vorbei. Folgen Sie mir. Folgen Sie, Axel, in die Schächte. Er hat aus einer Jacke übrigens Watasumi stehen. Das scheint auch irgendeine Firma zu sein, aber von der habe ich im Alien-Kosmos noch nie gehört. Aber ich bin jetzt auch kein Alien-Lore-Experte. Also, da bin ich an der. Das ist ja bei mir an der falschen Seite. Ich bin auch einfach nur so ein Dude, der das Alien-Franchise sehr mag. Jemand muss etwas unternehmen. Das machen sie. Ich mag Space auch sehr gerne. Der Alien ist mit einer meiner liebsten Filmreihen aller Zeiten, was das angeht. Weil Alien ist bei mir auch auf, also Aliens ist bei mir auch auf Platz 3 der besten Filme aller Zeiten für mich selbst, also für mich persönlich. Ich kann diesen Film tausendmal sehen, er wird nie langweilig. Sie find's immer wieder geil. Leben hier? Was soll ich sagen? Mein Butler hat gerade Urlaub. Nehmen Sie sich, was Sie brauchen. Wer weiß, wann Sie nochmal die Gelegenheit kriegen. Ich kann den anderen Alien-Filmen auch was abgewinnen, so ist es nicht. Ich verstecke mich schon eine Woche hier und aber warte auf ein Schiff. Warte ja, auf also Sie, von dem, wie der Film aussieht, wie er geschnitten ist, wie es kann hier die Form des Schauspielers ist. Sie sollten sich die Taschenlampe da drüben schnappen. Die ganzen One-Liner. Nehmen Sie genug Batterien mit. Das ist so geil einfach. Und das macht Aliens wie ein Meister. Absolutes Meisterwerk. Aber leuchten Sie nicht mit dem Ding rum. Mit den Alien, nicht, dass wir erwischt werden. Also den ersten Alien-Film auch absolut großartig. Jedoch muss ich sagen, finde ich die Performance der anderen Schauspieler mal von Marge Weichenberg ganz gut. Mal für Sigourney Weaver abgesehen, okay, aber jetzt auch nicht so wirklich hervorragend. Also das, da finde ich den ganzen Marshall-Trupp einfach so, weiß ich nicht, so geil und so drüber, dass ich es einfach fantastisch finde. Ich behalte ein Auge auf den Lüftungsschacht. Irgendwo hier ist noch einer. Ich habe ihn markiert, damit ich ihn nicht vergesse. Wie wär's, wenn Sie sich umschauen? Wir gehen nirgendwo hin, bis Sie nicht den Schacht gefunden haben. Nutzen Ihre Taschenlampe mit Bedacht. Ja, Taschenlampe ist leer. Ah, jetzt. Wir schauen uns erstmal noch ein bisschen um. Ja, vielleicht finden wir noch das ein oder andere Item zum Einsammeln. Das ist wie gesagt das Wichtigste. Da ist der Schacht. Axel, ist es der hier? Warten Sie, ich komme ja schon. Oh mein Gott, das scheint er zu sein. Konnten Sie das nur wissen? Ich weiß es, weil ich diesen Part schon gespielt habe. Sehen Sie? Ich habe alles unter Kontrolle. Dosen. Okay, ich glaube zum Einsammeln ist hier nichts mehr. Okay, here we go. Ich mach die Lampe aus, einfach um Batterie zu sparen. Weil hier drin ist eh Licht. Es ist nicht ratsam, sich hier zu lange aufzuhalten. Ja, dann zeigen wir noch einmal den Axels Arsch. So kommt man hier von A nach B? Wenn man am Leben bleiben will, ja. Torrance, das ist also Ihr Schiff, wie? Ruhe! Ich hab was gehört. Ja, schon gut. In Ordnung. Wir müssen zu den anderen. Irgendwas stimmt nicht. Es stimmt immer irgendwas nicht. Komm schon. Nicht, dass der sauer wird. Es kommt mir vor, als stünden wir nur rum und warten auf den Tod. Folgen Sie mir! Ja, ja, ich komme ja schon. Ich wollte dich in deinem Monolog nicht unterbrechen, Boy. Okay, hier speichern wir gerade nochmal.
Aber ich muss sagen, das Spiel läuft sehr stabil, also einer der Frame Drops oder sonst irgendwas. Okay, wir müssen hier leise sein. Nicht die Taschenlampe anmachen. Ja, ja. Das verspreche ich. Halt! Was ist der Notfall? Hier war jemand. Alle in Alarmbereitschaft bleiben. Haltet eure Waffen bereit. Schießt auf jeden, den ihr nicht kennt. Verstanden. Bleibt hier, während ich unsere Vorräte prüfe. Wir hätten das da drüben nicht machen sollen. Ich weiß ja noch, was zu tun ist. Deswegen gehe ich jetzt auch schon hier in diese Richtung. Wir müssen den Generator da irgendwie kurz schließen. Dann hier durch die Bodenklappe. Deswegen die vorher schon mal aufmachen. Generator ausschalten und dann da durch. Zack, easy. Was war das denn? Der Generator. Kurz warten, bis die weg sind. Hat sich selber ausgeschaltet? Nein, jemand ist hier. Na, sehen wir mal nach. Irgendjemand wird schon. Kommt mit. Perfekt. Der Axel läuft schon. Scheint nicht kaputt zu sein. Herbert Ridley, hier lang. Seien wir besser ruhig. Sie sind noch in der Nähe. Folgen Sie mir. Du bist der, der hier rumrennt. Ich halte mich nur an dich. Die können wir zwar nochmal speichern, aber das ist unnötig. Wir haben ja gerade erst gespeichert. Irgendwer macht uns hier Ärger. Transit ist gleich da vorne. Hoffentlich ist Ihr Schiff auch noch da. Sevastopol entspricht nicht so ganz Ihren Erwartungen, wie? Ich sollte eigentlich gar nicht hier sein. Meine Ausschiffsunterlagen waren auf letzte Woche datiert. Ja, ja. Ist gut. Ein Auge zudrücken. Es. Habe endlich das erwähnte Zeug ergattert. Der Chief wird's gar nicht bemerken, dass etwas fehlt. Bei der Schließung einer Station geht immer was verloren. Machen Sie sich keine Sorgen um den Zoll. Sinclair hat seiner Truppe gesagt, sie sollen 5 gerade sein lassen. Okay. Sie sind wahrscheinlich sowieso zu sehr mit Faulenzen beschäftigt, dass das ihnen irgendwas, dass ihnen irgendwas auffallen würde. Qualität hat eben ihren Preis. Bailey. Oh, da war noch was. Ja, 2-Mann-Regel. Nielsen, Leonard. Beide haben die erste Schicht an der Tür. Also aufgepasst. Hier steckt eine Menge Arbeit drin und wir wollen keine Einbrecher, nur weil sie die Anweisung nicht richtig gelesen haben. Das hier ist ein Schloss nach 2-Mann-Regeln. Will heißen, man muss das Tor von 2 verschiedenen Konsolen aus gleichzeitig öffnen. Die meisten von uns kennen sich nicht. Das ist also die sicherste Art dafür zu sorgen, dass alles hier sicher ist und sich niemand mit unseren Sachen heimlich aus dem Staub macht. Wechseln Sie sich während Ihrer Schicht ab und informieren Sie den jeweils anderen, wenn jemand von uns rein oder raus muss. Das gilt nur für uns und sonst niemanden, egal wie sehr jemand bettelt und was für eine herzzerreißende Geschichte er erzählt. Meine vorherige Gruppe ist weich geworden und jetzt bin ich als einziger übrig. Vertrauen Sie niemanden. Ciao. Inventar. Nichts darf ohne Absprache mit mir entfernt oder aus der Liste abgehakt werden. Birin 4, Konserven 32, Müsli 6 Packungen, Wasser 4 Gallonen, Zahnpasta 12 Tuben, Zigaretten 3 Stangen, Toilettenpapier 26 Rollen, das ist ein bisschen wenig, Klebeband 6 Rollen, Medikits 2, Milchpulver 52, Notiz, Munition nähert sich dem Ende. Zoe könnte sich ein paar Medikamente schnappen, alle an dieselbe Position adressiert. Die werden wohl nicht mehr gebraucht. Okay. Er ist aus. Die Scheißkerle haben uns abgeschnitten. Ich hab's. Wir müssen beide Konsolen gleichzeitig betätigen, um sie zu öffnen. Ich nehme die hier und Sie gehen zu der auf der anderen Seite. Okay. Ja, wir haben ja schon gerade gelesen, wie das Prozedere ist. Falls ich es nicht gelesen hätte, hätte ich trotzdem gewusst, was zu tun ist. Fertig. Auf 3. 1, 2, 3. Axel, hinter Ihnen. Was?
komm her! Ich hab den Scheißkerl. Ihr Penner glaubt wohl, ihr... Shit. Hauen wir ab. Die anderen sind unterwegs. Wir müssen er ist los. Tot, aber er blutet nicht. Hey, ihr Sackgesichter! Schnell! Oh mein Gott. Er schießt sie! Scheiße. Ich glaub, er ist nö. Tot. Die haben ihn um. Er schießt sie nicht. Sie haben ihn getötet. Weil er mich töten wollte. Er oder ich. Hier geht es ums Überleben. Verstehen Sie das? Hören Sie da was? Ich höre was. Axel? Scheiße. Was ist das denn? Oh, das hier mit den Ketten, das ist eine eindeutige Hommage an Alien. Wir müssen weiter. Wo das Alien das erste Mal auftaucht. Und falls euch es aufgefallen ist, die erste Sequenz im Spiel, die man sieht, mit Samuels, also und Amanda Ripley, ist eine ähnliche Sequenz wie in Aliens am Anfang, als Ripley wieder arbeitet. Und sie gebeten wird, mit auf den Planeten zu kommen. In Aliens. Halt herauszufinden, was mit den Kolonisten passiert ist. Ich glaube, da wird auch gesagt, ja, die Firma, dies, das und wir haben wir haben einen Deal, den sie nicht ausschlagen sollten und so weiter und so fort. Ich sehe doch vieles auf Japanisch da oben. Shisutemu. Die Kanjis davor, die kann ich nicht lesen. Weiß nicht, was das bedeutet. Komm schon. Die ganze Zeit, ob nicht hier irgendwas auf mich zuläuft. Aber wenn nicht, dass irgendwas passiert. Okay. Gut. Wir sind sicher. Finden Sie einen Aufzug zur Sexton Communications. Ziel aktualisiert. Gibt's hier noch irgendwas von Interesse? Ich glaube nicht. Haltestelle für Sixon Communication Technologies, technischer Supportdienst und Gemini Exoplanet Solutions. Okay, wir sind da. Neuverkabelung. Nutzen Sie Neuverkabelung, um Systeme im umliegenden Bereich ein- und auszuschalten. Systeme teilen sich eine begrenzte Stromversorgung. Systeme auszuschalten stellt den Strom zur Verfügung, um andere einzuschalten. Maus zum Einsehen der Karte auf der rechten Seite, auf der die Positionen von örtlichen Systemen eingezeichnet werden. Begeben Sie sich in neue Bereiche, starten Sie ein Ablenkungsmanöver und experimentieren Sie mit Sevastopol-System, um Ihnen zu Ihrem Ziel zu verhelfen. Ja, wir können hier sehen, da ist zum Beispiel gerade nichts an. Wir können aber zum Beispiel jetzt hier was wählen. Nutzung des Systems sowie Trunkenheit werden den Colonial Marshals gemeldet. Lautsprechersystem aktiv, stabiles System. Netzwerkkapazität 1 von 2.
Eine Zuweisung. Okay. Das finde ich erstmal so. Tja, Axel ist tot. An Citro. Wir können mal speichern, machen wir gerade. Denn das ist eine gute Gelegenheit, schon mal mich zu verabschieden von euch und zu sagen, vielen Dank fürs Zusehen bei dieser Episode von Alien Isolation. Das nächste Mal geht es hier weiter an diesem Transitbahnhof und wir werden uns dann nochmal hier etwas umschauen und gucken, was wir noch finden werden. Ich weiß noch ungefähr ganz grob, was jetzt auf mich zukommt. Wir dürfen auch bald Bekanntschaft mit dem Alien machen. Und dann geht's los. Dann verfolgt es uns auf Schritt und Tritt. Es wird natürlich möglich sein, das Alien abzulenken und es in seine Schranken zu weisen. Aber wie gesagt, töten können wir es nicht. Ob uns das gelingen wird, beziehungsweise ob wir dem Alien entkommen und was es vor allem von uns will, das erfahrt ihr dann in den nächsten Episoden von Alien Isolation. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr vom Spiel haltet. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Macht's gut, bis dann. Tschüss.